Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Railway Empire. Mit dem Abschluss von Metropolis. Ich glaube, das war Metropolis, ne? Goldrausch haben wir ja letzte Folge gemacht. Und Viehtrieb haben wir ja auch fertig. Gehen wir jetzt weiter zur nächsten Mission. Zu einer weiteren 1850, das heißt also ins Jahr, ich meine ins Gebiet. Das ist schwer. Das ist auch schwer. Ja, ins Gebiet von denen hier gehen wir. Vom Fahrtwind verweht. Im Frühjahr des Jahres 1850 verfiel Red Butler, der ebenso klugen wie schönen Eisenbahn-Tycoonen Scarlett O'Hara. Doch Einsamkeit und Misstrauen sind ständige Begleiter eines Tycoons und im Herz der jungen Geschäftsfrau war kein Raum für den liebestollen Red. Wie sollte er nur ihre Aufmerksamkeit gewinnen? Ein Konkurrenten in Jacksonville, 1,8 Millionen, komplex, normal, normal, bla 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 bla. Denken Sie auch manchmal darüber nach, alles hinzuwerfen und sich der Poesie zu widmen? Das ist so unfassbar auf dieses Menü, ne? Camperglitch, die Central Pacific Railroad. Heilige Scheiße. Boah, jetzt mal was trinken, ey. Ihr glaubt gar nicht, wie heiß das ist, ey. Oh. Gut. Okay, der spricht jetzt gar nicht mal. Ah, die junge Liebe. Wenn du aus der endlosen Reihe der Liebestollen... Ja, danke. Ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass Scarlett O'Hara zu Besuch in Atlanta ist. Vielleicht lässt du ihr ein kleines Präsent zukommen, um sie zu beeindrucken. Mit Pralinen kannst du eigentlich nichts falsch machen. Okay, also ich finde die Karte jetzt schon ziemlich scheiße. Oh, wir haben jetzt Gold als normale Ressource hier. Krass. Schon ziemlich scheiße. Es ist eine richtige Rotzkarte auch, weißt du? Vieles hier ist eine richtige Rotzkarte. Guck dich mal, wie viele Berge hier sind. Hier, sowas ist cool, weißt du? Ein paar Flüsse, alles sonst gerade, schön Rohstoffe. Aber hier... Bäh! Da kannst du nicht mehr durchbauen. Das ist echt scheiße. Gut, wir sind in Jacksonville, am Arsch der Welt. Haben noch nicht mal einen Bahnhof. Willst du mich verarschen? Wir haben gar nichts. Aber 1,8 Millionen, ne? Immerhin. Gut, Vieh nehmen wir uns natürlich gleich sofort. Wir gehen aber erstmal zu so vielen Dörfern wie nur möglich. Ist natürlich der beste Anfang. Da kann man nichts gegen sagen. Wir machen natürlich alles mit kleinen Bahnhöfen. So, das heißt, wir nehmen uns auf jeden Fall... Warte, wir müssen mal ganz kurz gucken. Ich will eben die Weltkarte sehen. Das wäre sonst ungünstig. Nee. Wir sind schon Februar 1850. Warte. Da ist jetzt irgendwas falsch gelaufen. Neu starten. Ei, ei, ei. Wir können auch jetzt nicht schon einen Monat später anfangen. Das geht ja gar nicht. Oder haben wir da angefangen, Februar? Nee, ich glaube nicht. Das wäre aber jetzt zu krass. Wir fangen echt im Februar an. Ja, ist klar. Okay, ganz kurz die Aufgaben angucken. Nee, Quatsch. Erstmal so wie immer natürlich. Nee, ich weiß nicht, was besser ist. Aufgaben angucken oder erstmal das hier. Aber egal wie, eigentlich müssen wir so oder so erst die ganzen Leute verbinden, so gut es geht, damit wir Geld kriegen. Da wir hier aber nirgends so rüberbauen können, das total beschissen ist. Wir könnten hier durch Knoxville durchbauen, dann hier so durch den Berg durchkommen. Aber ist trotzdem beschissen. Egal, wir gehen auf jeden Fall hin und sagen, Kleinbahnhof in Jacksonville. So, in August dann natürlich auch ein. Und in Charlotte gehen wir auf jeden Fall hin. Aber Charlotte ist halt so abseits. Was ich nicht gut finde, deswegen müssen wir das... so setzen und machen den großen Rundkurs daran vorbei, weil es ist sonst zu kacke. Nee, Quatsch. Schienenbau, da sehen wir die Karte, genau. Wir können jetzt auf jeden Fall noch Montgomery und Dente anbinden. Dann haben wir da schon mal so einen kleinen Kreis. Aber ich muss zugeben, dann wird es auch schon knapp. Okay, hier hinten sind Städte, da könnte man einen guten Rundlauf machen, dann ja. Aber hier wird es knapp. Hier würde ich sagen, gehen wir von Nashville nach Memphis, nach Jackson, nach Montgomery, Atlanta, Knoxville, Nashville und Louisville. Immer so ein Kreis.
Es wird ein Rundkurs. Diese machen zwar nicht doppelspurig, das ist in eine Richtung und in die andere Richtung, so wie bei der letzten Mission. Sondern hier machen wir da einen Rundkurs, dann von Atlanta, Augusta, Montgomery und Jacksonville ein. Dann machen wir nochmal eine Spur von Augusta nach Charlotte, so als extra Spur. Das heißt, wir gehen jetzt hin und sagen, ich kann jetzt nicht anbinden, ne? Erstmal nochmal Schnee verbinden, ja, ist klar. Okay, dann müssen wir erstmal Augusta mit Jacksonville verbinden. Natürlich so sparend wie möglich. Genau. Perfekt. So, damit haben wir das schon mal angeschlossen. Der wird jetzt ein bisschen komplizierter, weil der muss nämlich eine Schiene nach oben haben dann. Und eine Schiene nach unten. Deswegen würde ich sagen, machen wir den so, damit du er hier abzweigen dein Spiel kann. Also und weiter abzweigen kann. Wie? Ach, wir haben die als Feind. Das ist okay. Die finde ich nicht ganz so krass unsympathisch. So. Die können wir reduzieren, die Brücke. Gut, dann gehen wir weiter zum nächsten. Das wäre Montgomery. Warte. Gebäudeschiene. 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 Das heißt, das muss auch nach innen zeigen. Genau. Das können wir schön gerade verbinden. Sollte jetzt eigentlich keine Schwierigkeit zwischendurch sein. Sie müsste eigentlich recht glatt sein. Das ist schon mal ein Vorteil. Okay. Wir könnten Charlotte auch gleich noch anbinden. Aber als Rundkurs würde ich sagen, reicht das hier so. Erstmal, also das ist unser erster Rundkurs. Der zweite geht dann hier über die 6 Stück. Dann machen wir später noch einen darüber. Zum Beispiel, ja, es ist nur so beispielhaft. Aber ich würde sagen, wir binden jetzt trotzdem noch Charlotte an, auf jeden Fall. Wie rum der kommt, ist ja scheißegal. Lass mich kurz überlegen. Von 1 nach 2. Immer von 1 nach 2. Das heißt, von hier Gleis 1 nach 2. Von 1 nach 2. Da müssten wir eigentlich den Bahnhof hier vergrößern. Dann machen wir das so. Und da machen wir es erstmal zusammen. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Weil machen mich. Normalerweise würde ich jetzt auf Gleis 3 machen bis nach oben, aber hier müssen wir jetzt halt auch irgendwie. Ich will es jetzt nicht kreuzen müssen. Machen wir von hier nach da. Versteht ihr? Gut. Dann machen wir hier. So. Das geht natürlich da dran. Warte, so war schon gut. Genau. Eine Brücke zwischendurch. Und jetzt kann der da dran. Warte. So. Wobei, die machen wir einfach hier dran dann. Genau. So ist eigentlich echt gut. Ja, okay, hier müssen wir es ganz kurz ein bisschen ändern, weil die Brücke. Warum? Weil? Ah, doch, ist günstiger. Dann ziehen wir mit dir nochmal neu. Dann machen wir es mich hier so schön glatt, weißt du? So. Und so. Natürlich ohne Brücken zwischendurch. Das ist sonst ja verschwenderisch. Gut, dann haben wir hier einfach einen Rundkurs geschaffen und gut ist. So. Dann haben wir das alles schon mal erledigt. Da ist keine Stadt. Da wird eigentlich noch ein guter Platz sein, aber ist okay. Da müssen wir jetzt ganz kurz gucken, weil ich möchte auf... Ich weiß nicht, ob das reicht mit 5 Städten am Anfang. Ich würde am liebsten eigentlich noch sowas wie Knoxville so anschließen. Ha.
Genauso, wie müssen wir eigentlich hier... Pass auf, wir müssen das von Anfang an anders bauen. Das wird mich jetzt sonst zu krass. Pass auf. Okay, ich hab einen Plan. Der hier... braucht ein Wartungsgebäude und muss erweitert werden. Komplett. Der muss eins erweitert werden. Der bekommt ein Wartungsgebäude. Und stopp. Wartungsgebäude und Wartungsgebäude. Damit haben wir, brauchen wir da und da keins. Okay, hier müssen wir vielleicht noch eins in August da reinsetzen. Eigentlich schon. Dann ist der Anfang hier doch mal ein bisschen schwerer, ehrlich gesagt. Der muss aber noch erweitert werden, weil wir müssen versuchen, die natürlich innen zu halten. Das heißt, der muss weg. 4 wird Rundkurs, 3 wird die Verbindung zum nächstgelegenen Bahnhof. Dann tun wir das hier. Von da 3 nach hier, da können wir später erweitern, ist das so wild. So. Von da, zack, zack. Und von hier, einmal hier zum vierten Gleis. Naja, zum dritten meine ich. Wobei mich da jetzt eine Sache stört. Normalerweise sind 2 Gleise halt eins für rechts, eins für links. Eins für Durchlauf und halt eins für den anderen Durchlauf. Aber hier gibt's ja eins nach da, eins nach hier, aber gibt's noch eins nach da. Und 2 Durchläufe. Macht's gerade ein bisschen komplizierter, ehrlich gesagt. Ganz ehrlich, hier Montgomery und Atlanta werden nur für den Durchlauf von dem benutzt. Das heißt, hier machen wir es einfach von 1... wäre dann das hier, überspringen wir 1, weißt du, von 2 nach hier 2. Ey, aber nicht mit Tunneln, Leute. Oh, ihr müsst eine Brücke bauen. Das kann ich nachvollziehen, aber... Ach, da ist auch mal eine schöne dicke Brücke. Das ist ja super. Super dämlich. Übertreibt halt komplett. Ja, genau, machen wir eine Brücke von Anfang bis zum Ende, ne? Mhm. 300.000... Als ob die Brücke 100.000 kostet, der könnte mich nicht erklären. Die kostet echt 100.000, die Brücke. Ach, du Scheiße. Okay, gut, aber... passt. Wir gehen sowieso hier hin und nehmen uns ein paar Anleihen. Sonst können wir keinen guten Anfang machen. Ich würde sagen, wir verbinden Knoxville noch mit Atlanta nach Montgomery. Das heißt also, Knoxville wird auch noch angeschlossen. Warte mal, hier ist das Gleis. Wäre dann hier das letzte. Das heißt, das können wir oh wei. Du baust dein Spiel also weiter aus, wie? Passt auf, das kriegen wir irgendwie hin. An die 1. Ich habe noch keine Ahnung, was wir hier genau tun und wie wir es tun, aber das wird schon. Hoffe ich. Jungs, macht einfach mal genau. Genau so. Aha. Ah, so ist gut. Okay, am besten erst noch von Knoxville nach Louisville. Ein bisschen direkt so viel anbinden wie möglich, weißt du, weil es gibt Geld. Die müssen natürlich jetzt richtig rum sein. Das
Das heißt so rum. Zack. Das wird jetzt natürlich die teuerste Strecke. Aber vielleicht ist die noch im Rahmen drin, aber ich bezweifle das ehrlich gesagt schon fast. Wir müssen auf jeden Fall hier hinten rum. Da ist schon mal ein Knackpunkt. So. Hier geht's nur einen kleinen Berg hoch. Genau, zack, einmal rum. Wunderschön. Und dann bist du am Ende durch. 170.000, das geht noch. Aber ich glaube, mehr Städte sind jetzt erstmal, weil die ist auf dem Berg obendrauf, die Stadt. Die und die sind jeweils doch noch ein ganzes Stück weit weg. Lassen wir die erstmal sein. Jetzt können wir erstmal versuchen zu verbinden. Wo ist der eigentlich? In Chicago. Und hat natürlich schon die beiden Sachen angeboten. Direkt. Kann man natürlich machen. So. Ich finde es aber auf jeden Fall schon mal ganz nett, dass die beiden hier Getreide haben. Der sein eigenes Vieh hat. Der hier bekommt sein Getreide von da. Du hast ein eigenes Vieh hier unten. Wir haben hier Zucker, Gemüse, Lehm, Wolle. Wir haben sogar Gold, warum ich nicht... Warum auch immer. Wir könnten natürlich jetzt hier noch was reinsetzen. Am liebsten hätte ich hier, ohne Scheiß... Also hier, wenn ich mir das in der Nähe angucke... Bier brauchen wir nicht. Vieh haben wir eigentlich. Würde es für mich Sinn machen, hier jetzt, weil wir haben... Weil Wolle würde ich zum Beispiel hier oben machen, ja? Würde ich da Kleidung, Wolle und hier Kleidung reinmachen, sonst Schneiderei. Oder... Luxusschneiderei. Okay. Okay, sehen wir dann schon. Jetzt ganz kurz erstmal Versorgungstürme. Machen wir die sofort oder nicht? Ich weiß es noch nicht. Warte, wir haben jetzt hier ein Versorgungs... hier im Wartungsgebäude drin. Genau. Da eins drin. Da eins drin. Da nicht. Das brauchen wir auch nicht, weil da fährt nur die beiden Richtungen links und rechts. Hier haben wir keins drin. Braucht er nicht, weil der hat eine Lente eins. Aber dann kann Louisville noch eins kriegen. Genau. Signale brauchen wir aktuell noch gar nicht. Das heißt, wir können jetzt anfangen mit Zügen, ganz kurz. Von Jacksonville nach Augusta. Gleis 1 nach 2. Warte, wir machen erstmal ganz kurz die ganzen Verbindungen hier weg. Wobei, von 1 nach 2 ist eigentlich... Nee, komm, wir lassen die Verbindung erst weg. Ist erstmal egal. Erstmal nur ratzfatz durchgehen. Lokomotive haben wir natürlich wieder die Philadelphia, damit habe ich schon gerechnet. So, von Augusta nach Charlotte. Nur Passagiere. Erstmal werde ich so einen kleinen Speedstart wieder machen, so wie immer halt. So, von Augusta nach Atlanta. Von Atlanta nach Montgomery. Genau. Komm, von Montgomery nach Jacksonville. Damit haben wir schon mal einen ganz guten Anfang gesetzt, würde ich sagen. So wie immer halt. Damals fand ich den Anfang immer am schwersten, mittlerweile finde ich den sogar schon fast am einfachsten. So nach Atlanta und von Knoxville nach Louisville. Der produziert Stoff. Hast aber keine Wolle in der Nähe. Doch, da. Okay, alles egal. Hab nichts gesagt. Ich dachte jetzt schon ganz kurz. So, dann machen wir natürlich noch... Ja, der wartet natürlich auf ein freies Gleis. Macht Sinn. Machen wir natürlich überall noch einen Versorgungsturm rein. Ich würde sagen, hier reicht einer. Da ein. Da ein, mehr geht gerade nicht. Und während die jetzt Geld sammeln, gucken wir ganz kurz unter Aufgaben, was wir denn tun müssen. Beeindrucke Scarlett mit Pralinen. Ach, wir müssen dies... Oh, ist ja super. Sorge in Atlanta für 50.000 Einwohner. Okay. Dann war auch nicht wirklich viel Zeit für, ne? Krass. Stell in einer Stadt die Ware Pralinen her. Beliefere Atlanta mit 30 Ladungen Pralinen. Warte mal, Atlanta, wo ist denn Atlanta? Hier. Da ist Atlanta. Das Ding müssen wir mit Pralinen ausstatten. Handelslager. Das Lager nimmt Pralinen auf. Ach so. Zugbegleiter. Hoppala. Das wollte ich nicht.
Alles gut. So, machen wir noch ganz kurz zwei Versorgungstürme, wenn wir die auch schon mal drin haben. Von hier nach da würde ich ein bisschen zwei machen. Weil es doch ein recht gutes Stückchen ist. So, Pralinen. Du hast hier eins hier. Du hast eine Schneiderei reingesetzt. Eine Kleidung sogar, ja. Ist super. Ist eigentlich genau das, was ich haben wollte, weil dann kannst du mich dann hier das Ding reinsetzen mit Wolle. Dann kannst du da hin dingsen. Perfekt, eigentlich. Ich würde trotzdem gerne sehen, wir können eigentlich so nachgucken, ganz kurz. Stadtgebäude, nee, Industriegebäude meine ich. Konfiserie. Konfiserie, ja, ja, super. 500.000 aus Zucker und Papier. Aus Papier, ach so, klar, für die Verpackung. Und Zucker. Wo haben wir denn Zucker? Wo sollte das am besten hin? Wir müssen natürlich beliefern, müssen wir, ne? Ja. Das heißt, das Spiel will auch wirklich, dass wir liefern und nicht irgendwie was anderes. Gut, wo haben wir denn Zucker? Zucker, Zucker, Zucker. Oh. Hier. Klar, natürlich. Direkt in unserer Stadt Jacksonville. Dann würde ich sagen, machen wir in Jacksonville. Pralinen werden wir natürlich da ziemlich recht, ne? Was ich gut finde, ist Bier und Fleisch ist hier im Wechsel. Das ist sehr schön. Ja, wie machen wir das denn am besten? Also Zucker hier. Holz, wollen wir Holz? Weil hier ist kein Holz. Da ist kein Holz. Doch, da ist Holz. Dann könnten wir hier die Papierwerkstatt machen, das nach dahin bringen und von da aus die Pralinen nach Atlanta. Wie lange haben wir dafür Zeit? Puh, ist knapp, ne? Ist schon sehr knapp gerechnet, Leute. Das ist ziemlich frech. Ein Kredit geht nicht, ne? Schade. Ah, guck mal, wie viel... Oh. Und unser Unternehmenswert ist da viel höher. Guck mal, die ist jetzt auch ganz anders gekleidet hier. So sieht die viel freundlicher aus. Nett. Kurz ein paar Heizer einstellen. Hier noch ein Türmchen rein, dann haben wir die ganzen Versorgungstürme schon mal fertig. Dann müssten wir jetzt eigentlich anfangen, überall zu erweitern. Das heißt, immer von 1 nach 2. 1, 2, 1, 2, ne? Ist klar. Warte, Forschung. Kurz normal machen, Forschung. Deine neue Lokomotive scheint aber ein echter Gewinner zu sein. Vor allem mit Lenta müssen wir Einwohner erhöhen. Aber erstmal müssen wir Geld kriegen. Das erste Jahr ist immer Geld. Ausnahmslos. Das heißt, von hier müssten wir jetzt eigentlich erweitern. Ja, es ist diesmal schon hart mit der Zeit. Und dann natürlich noch die Schienen, ne? Autsch. So, ganz kurz gucken. Von 1, dann zweit nach oben. Nach 2. Das heißt, der hier müsste eigentlich auch erweitert werden. Das sind 100.000. Ha. Von da 1 haben wir ja schon. So, hierhin 2 ist richtig. Von da 1 nach dahin 2. Genau, das heißt, eigentlich müssen wir die Strecke hier ganz kurz schon leicht abändern, könnten da schon Züge einfügen. So. Genau. Dann war die mich eigentlich schon fertig. So vom Prinzip her. Von da aus, nach da unten haben wir es auch, oder? Von 1, genau, also 2 in dem Sinne halt, ne? Nach hier hin. Wobei, dann muss das hier aber 1 weiter. Und von 1 nach... Okay, das können wir später machen, aber das ist das Einzige, was noch nicht quasi fertig ist. Weil das ist jetzt durch. Schon mal gut. Dann können wir da eigentlich schon mal einen Zug neu reinsetzen. Ja, genau das. Dann können wir dich mich eigentlich schon mal verdubeln. Du fährst bei Philadelphia los, ne? Nee, Augusta. Von unten. Das ist eigentlich ganz gut. Sieh mal, einer deiner Züge hat eine Panne.
Expresszüge. Ah, 13.000. Das ist super, dass ich mir das leisten kann. Ach so. Ne, da haben wir kein Geld für. Dumm gelaufen. Ach, das wird jetzt auch pausiert? Lol. Okay. Das wusste ich nicht mal. Ich würde sagen, wir fangen mit der Strecke an. Pass auf. Von 1 nach 2. So. 99.000. Junge. Junge. Das ist hart. Ja, wir brauchen Geld, ne? Wie dumm muss man eigentlich sein? Jetzt mal ernsthaft. Leute. Meine Fresse. Oh, das ist kürzer. Ich glaube, ich fahre mit dem anderen voll in sein Gesicht rein. Weil das macht Sinn. Das ist so übel. Wir brauchen jetzt so viel Geld. Wir haben jetzt schon quasi das erste Jahr rum. Ach, Quatsch. Kalifornien, neue Bundesstadt. Ja. Ah, es ist hart. Also ich denke mal, Atlanta 50.000 dürfen wir noch hinkriegen, wenn wir das Vieh anbinden, dann direkt schnell Getreide ranbringen. Holz ranbringen. Dann braucht er eigentlich nicht mehr so viel, ne? Was war es nochmal? Holz hat er dann, Fleisch hat er dann, Bier kriegt er von seinen Nachbarstädten vielleicht noch. Wird eigentlich nur noch Mais. Und Mais hat er... Wo? Da ist Mais. Oh. Warte, wir sind jetzt gerade schon drüber. Hier, zack. So, Signalbau. Geht auch noch eins hin. Zack. Du, von August nach Atlanta. Jetzt, Double. Jetzt kommt wenigstens Geld rein hier. Oh Mann. Jetzt macht der sich voll. Der ist voll, okay. Oh mein Gott, das wird hart. Wenn der hier bei der Wolle ist, ungefähr, machen wir noch einen. Und zack. So, stopp. Warte, wo ist hier Zug Nummer 2? Ja, in August bist du jetzt gerade angekommen. Das heißt, wenn du ungefähr da bist, machen wir noch einen. Das ist diesmal so krass mit der Zeit. Zumindest stelle ich mir ziemlich krass vor. Wir müssen gleich auf jeden Fall erst nach Atlanta klatschen direkt, wenn wir das ja durch haben. Okay, während der da fährt, müssen wir ganz kurz hier gucken. Gleisbau. Zack, ganzen Weg rüber. Das passt nicht ganz. Ist aber richtig. So. Signalbau. Tada. Von Atlanta nach Montgomery. Das heißt, der ist nach dahin eingeplant. Und der ist nach dahin eingeplant. Okay. Das heißt, wir können den jetzt kurz nehmen. Und wenn der jetzt richtig hier dran vorbeifährt und da ungefähr ist, können wir den dubeln und direkt danach können wir den dubeln. Gut. So, stopp, warte. Der ist zuerst dran. Wenn der ungefähr bei der Hälfte ist da. Das heißt, machen wir das jetzt schon. So, du hast eine zufällige Panne, das ist schön und gut. Geht mich aber nicht, du bist jetzt beladen. So, neues Dingen. Und zwar geht's diesmal... zu unserer schönen Hauptstadt. Da haben wir irgendwas. Schön, ein Indianerlager. Lol. Da auch. Lol. Okay.
Ich weiß noch nicht, wie die mich effekten, aber ich hoffe mal nicht zu krass. Ja, es ist teuer. 250.000 nochmal. Das ist bitter. Schade.